Was ist Internet of Things? Internet of Things, auf Deutsch also Internet der Dinge, bedeutet das langsame Verschwinden des Personal Computers, der die menschliche Aufmerksamkeit auf sich lenkt, durch das Ersetzen intelligenter Gegenstände, die den Menschen bei seinen Tätigkeiten unterstützen. Praktisch kannst du dir das so vorstellen. Deine Waschmaschine wäscht deine Kleidung genau dann, wenn der Strom am billigsten ist. Du kaufst dir ein Stück Fleisch, das alle Daten über seinen Herstellungsort, seine Lieferung und seine Verwendungsmöglichkeiten speichert. Deine Überwachungskamera erkennt deinen besten Freund vor der Tür und sendet seine Daten an deine Kaffeemaschine, die schon mal seinen Lieblingskaffee aufbrüht, noch bevor er dein Haus betritt. Das Ziel des Internets der Dinge ist also das Vereinen der virtuellen und realen Welt. Die Basis dafür bilden kleine, in Geräte integrierte Chips, welche nahezu überall eingebaut werden können und somit fast jedes Gerät oder Produkt mit dem Internet verbinden. Stromsparende Chipsätze von Firmen wie Qualcomm, Broadcom oder Gainspan bieten eine immer leistungsfähigere Generation von hochintegrierten, netzwerkfähigen und sehr stromsparenden Chips, die es immer leichter machen, Dinge miteinander zu vernetzen. Wichtig ist, die Grundidee möglichst breit im Alltag zu etablieren und immer mehr Gegenstände digital miteinander zu verbinden. Auch du kannst deine Idee einbringen, zum Beispiel auf www.alnet.de/iot. Paint your network blue. Alnet.